Heute geht es um die Weltraumtourismusaktie Virgin Galactic und darum, warum ich meinen deutschen Geheimtipp aus der Wachstumsbranche für aussichtsreich halte und was das alles mit der Hochzeit meines Cousins an einem verlassenen Zipfel der Schwäbischen Alb zu tun hat. Neugierig? Dann schaut jetzt zu beim neuen Video. Gleich geht's los. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr auch zur hochsommerlichen Zeit in diesem Sommer 2021, der eigentlich kein Sommer ist, wieder mit dabei seid. Hier auf dem Kanal gibt es alles rund um Aktien, auch um sehr spekulative, wie zum Beispiel meine Rig, die ich an dieser Stelle bei viel tieferen Kursen schon vor 18 Monaten vorgestellt habe, als die Aktie noch kaum jemand kannte. Der Aktienkanal sorgt für bare Gewinne. Klickt unten auf den Abonnieren-Button und aktiviert das Glöckchen und ihr seid immer mit dabei, wenn neue Videos auf meinem Kanal erscheinen, im Normalfall zweimal pro Woche. Noch früher, nämlich am 20. Oktober 2019, habe ich euch hier eine Aktie mit dem obskuren Namen Social Capital Hedosophia vorgestellt. Erinnert sich irgendjemand noch an die Story? Das Video damals war nämlich was ganz Besonderes, weil es den Beginn eines Trends markiert hat, des Weltraum- oder Space-Trends. Und diese Social Capital Hedosophia war eine Vorratsgesellschaft, in die Virgin Galactic eingebracht worden ist, die Weltraumtourismusfirma von Virgin-Gründer Richard Branson. Falls ihr mehr zu Branson und den damaligen Hintergründen zur Einbringung wissen wollt, klickt einfach auf den Link unten, da verlinke ich euch das Video von damals unten in der Beschreibung. Fakt ist, mit Virgin Galactic will Branson als weltweit erster Touristen ins All befördern, noch bevor Amazon-Gründer Jeff Bezos dieses Kunststück mit seinem Unternehmen Blue Origin hinbekommt. Und genau bei diesem großen Ziel ist Branson jetzt einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen, nämlich sein Raumflugzeug Spaceship 2 ist am Sonntag erfolgreich bis zum Rand des Weltraums aufgestiegen, mit unter anderem Richard Branson selbst an Bord. Genau das hatte er bei der Eröffnung des Raumflughafens Spaceport America vor 10 Jahren angekündigt und jetzt zur Realität gemacht. Und auch Elon Musk hat es geschafft, die Medienaufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen, genutzt quasi, indem er selber einen Flug im Spaceship 2 von Virgin Galactic gebucht hat und mit Branson gemeinsam auf Twitter ein Bild gepostet hat, wo dann Branson sagt, er wille einen solchen Tag, nämlich den Tag des Flugs ins All, mit einem guten Freund starten oder verbringen. Und das soll eben Elon Musk sein. Marketing-Profis sind die beiden eben auch, das sieht man ganz deutlich. Wobei ich finde, die sehen ein bisschen zerknautscht aus auf dem Bild. Vielleicht war es ja da ziemlich stressig davor, in den Tagen davor. Aber egal, so oder so, diese damals als Geheimtipp vorgestellte Aktie von Social Capital Hedosophia, die heute jetzt Virgin Galactic heißt, hat sich unglaublich gut entwickelt seither. Seht ihr hier im Chart, damals hat sie noch so gut wie niemand gekannt, außer ihr natürlich als Aktienkanal-Zuschauer. Heute liegt sie 245% höher. Aber der Kursverlauf, wenn wir uns den mal genauer anschauen, der zeigt eben auch unfassbare Schwankungen. Also diejenigen von euch, die Virgin Galactic tatsächlich vor über 20 Monaten gekauft haben und durchgehend im Depot behalten haben, die haben entweder Nerven aus Stahl oder ihr habt vielleicht den Kursverlauf gar nicht verfolgt, denn in dem Zeitraum ist die Aktie zunächst von 11 auf 57 Dollar gefallen, dann auf 42,50 Dollar gestiegen, wieder unter 10 Dollar gefallen, über 60 Dollar gestiegen, wieder auf unter 15 Dollar gefallen und jetzt dann bis zum Wochenende wieder auf 57 Dollar gestiegen, um jetzt wieder auf 37,50 Dollar zu schauen, wirklich unfassbarer Chart, den ihr hier seht. Wenn wir uns mal Virgin Galactic etwas genauer anschauen aus Anlegerperspektive, wir haben einmal den White Knight 2, also den Weißen Ritter 2, das ist das Trägerflugzeug, der das Spaceship selber, das seht ihr in der Mitte des Bildes hier, das Spaceship auf eine Höhe von etwa 15 Kilometer transportiert, wo es dann ausgeklinkt wird. Es folgt ein 60-sekündiger Raketenaufstieg mit der dreifachen Schallgeschwindigkeit, also Mach 3, bis auf eine Höhe von 80 Kilometer. Das ist dann quasi der Höhepunkt, da machen die Passagiere die Erfahrung der Schwerelosigkeit für ca. 3 Minuten, bevor sie dann wieder ins Orbit eintauchen und in den Gleitflug übergehen mit einer gigantischen Aussicht auf die Erde. Das soll jetzt hier kein Marketing-Video für Virgin Galactic geben, aber schon natürlich hat schon seinen Reiz, definitiv. Das Ganze soll eigentlich 250.000 Dollar kosten, jetzt ist schon die Rede von 500.000 Dollar. Vorauszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe Dollar. Höhe sind bereits eingegangen von Interessenten, die auf jeden Fall mitfliegen wollen.
Sollen anfangs nur 2 Vehikel im Einsatz sein. Die sollen 66 Personen ins All befördern. Dann wird die Zahl der Flugobjekte auf 3, 4, 5 erhöht. Und 2023 soll dann, eher 2025, die Kapazität bei 1565 Personen bereits liegen. Und der Preis soll dann entsprechend angeblich auf 50.000 Dollar sinken. Noch alles Zukunftsmusik, aber aus Sicht von uns Anlegern besteht der Reiz einfach darin, dass hier ein komplett neuer Markt entsteht, das Virgin als erster oder den Virgin als erster bedienen könnte. Und wobei Virgin, so verrückt sich das anhört, eigentlich eher auf den Low-Budget-Markt abzielt, nämlich SpaceX und Blue Origin, die streben noch wesentlich höhere Flughöhen an, nämlich solche, die über der sogenannten Kármán-Linie liegen. Die schaffen bei etwa 100 Kilometer über Meereshöhe und gilt als die inoffizielle Höhe, bei der der Weltraum überhaupt beginnt. Virgin Galactic definiert das anders, hat aber dafür einen Vorsprung eben vor Blue Origin, wobei die jetzt deutlich aufgeholt haben. Jeff Bezos will jetzt seinerseits bereits am kommenden Dienstag mit Blue Origin selber ins All, also ein quasi neuer Wettstreit um die Vorherrschaft im All. Wichtig ist natürlich der Sicherheitsaspekt. Tödliche Unfälle dürfen auf keinen Fall vorkommen. Das würde das Unternehmen um Jahre zurückwerfen, höchstwahrscheinlich. Aber wenn wir uns anschauen, das Ziel waren ursprünglich 600 Millionen Dollar Umsatz bis 2023 bei Virgin Galactic. Jetzt wird die Zahl nicht vor 2026 erreicht worden. Der Zeppelin hat sich extrem weit nach hinten verlagert. Testflüge verzögern sich immer wieder wegen Schwierigkeiten. Dem Kurs der Aktie hat es aber trotzdem nicht geschadet. Und das will ich euch auch mit auf den Weg geben im Rahmen dieses Videos. Virgin Galactic ist damit ein perfektes Beispiel dafür, was am Aktienmarkt eigentlich in den letzten Jahren so abgeht. Wenn nur genug Zukunftsfantasie da ist, verzeihen die Anleger Verzögerungen fast unbegrenzt. Hauptsache die Wachstumsstory im Kern bleibt intakt. Und durch die niedrigen Zinsen ist es egal, wenn der tatsächliche Zahltag, sprich das Erreichen der Gewinnzone, bei diesen Aktien dann stattfindet. Ja, man parkt sein Geld gerne in solchen Firmen, weil man Zinsen ja ohnehin überhaupt nicht bekommt bei festverzinslichen Papieren. Das ist ein unschätzbarer Vorteil für solche High-Chance, High-Risk-Spekulationen wie eben Virgin Galactic. Und damit im Zusammenhang bekommt man fast unbegrenzt Geld vom Kapitalmarkt. Bei der Einbringung von Virgin in den SPAC, über den ich damals berichtet habe bei diesem Video, wurde ein Enterprise Value von 1,5 Milliarden Dollar angesetzt. Im Frühjahr hat man dann soeben mal nebenbei 460 Millionen Dollar zusätzlich via Kapitalerhöhung eingenommen. Man hat ja einen unglaublichen Cashburn, 108 Millionen Dollar hat man verbrannt, zum Beispiel im ersten Quartal 2020. Und nach diesem Prestige-Erfolg jetzt am Wochenende wird am Montag prompt die nächste Kapitalerhöhung angekündigt im Umfang von weiteren 500 Millionen Dollar. Das heißt, die Zahl der ausstehenden Aktien steigt immer weiter. Die Marktkapitalisierung liegt trotz des Kursverlustes jetzt zuletzt in den letzten Tagen bei fast 10 Milliarden Dollar, also um mehr als das 6-fache höher im Vergleich zu damals, obwohl man ja weit hinter dem eigentlichen Zeitplan zurückliegt. Dafür, und das wohl mit dem Grund dafür, warum die Aktie gut gelaufen ist, gibt es zusätzliche Fantasie. Am 3. August vergangenen Jahres hat man nämlich eine Vereinbarung mit Rolls-Royce unterzeichnet, einem der größten Flugzeug-Triebwerkhersteller der Welt. Man will bei dem Design und der Entwicklung von Antriebstechnik für kommerzielle Hochgeschwindigkeitsflugzeuge zusammenarbeiten. Die sind auf 9 bis 19 Personen ausgelegt, fliegen bis zu 18 Kilometer hoch und auch mit Geschwindigkeit von Mach 3, also dreifache Schallgeschwindigkeiten. Das Ganze bekommt also eine neue Dimension, nicht nur Weltraumtourismus, sondern eben auch High-End-Flugzeugmarkt. Es soll ein Ultraschall-Jet entwickelt werden, der von London nach New York nur 2 Stunden braucht, noch schneller ist als die Concorde damals im Jahr 2003. Und diese Meldung wiederum über die Flugzeugpläne wurde passend genutzt, um danach die gerade von mir erwähnte Kapitalerhöhung von 460 Millionen Dollar zu platzieren im vergangenen Jahr. Ihr seht, wie das läuft. Ja, die Klaviatur des Marktes wird da perfekt gespielt. Das Ganze erinnert sehr an Elon Musk und Tesla. Andererseits ist der Weg bis zur Profitabilität eben noch weit. Und selbst wenn diese 600 Millionen Dollar in 2026 erreicht werden, selbst wenn das EBITDA von 240 Millionen Dollar erreicht werden sollte, die Schätzungen lauten da gerade drauf, also operative Marge von über 40%, wenn es bis dahin eben noch 3 weitere Kapitalerhöhungen gibt, dann halte ich das Kurspotenzial von Virgin Galactic eben trotzdem für begrenzt. Was aber grundsätzlich interessant ist, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema des Videos, ist, dass immer mehr Weltraumaktien an die Börse kommen in den USA. Der Trend wird immer stärker. In den letzten beiden Monaten waren es bereits 2 neue IPOs, der Raketenbauer Astra Space, US-Kürzel ASTR, und die Satellitenbreitbandfirma AST Space Mobile, Kürzel ASTS. Es werden folgen Rocket Lab, Black Sky, Spire Global und Momentus. Und es wird noch ein weiteres Unternehmen folgen, nämlich Mynaric aus Gilching in der Nähe von München, eine Aktie, die ich im Januar 2020
2020 das erste Mal an dieser Stelle vorgestellt habe. Bisher im Scale-Segment in Deutschland notiert WKN A0JCY1, Kürzel M0Y. Hier der Chart von Mynaric, spezialisiert auf Laserkommunikation im Weltall. Und da habt ihr vielleicht mitbekommen, eines der größten Projekte in dem Bereich ist ja von SpaceX, der Aufbau von Satellitenkonstellationen. Hat SpaceX bereits hunderte Starlink-Satelliten im All, es sollen Zehntausende werden. Ziel, die komplette Erdabdeckung, schnelle Internetverbindungen sollen überall verfügbar sein, wo die Bevölkerungsdichte weniger ausgeprägt ist oder die geologischen Gegebenheiten schwieriger sind als auf dem flachen Land. Zum Beispiel auch in Haiingen auf der Schwäbischen Alb, wo ich am Sonntag auf der tollen Hochzeit meines Cousins war, wo es aber weder Mobilfunk noch Internetempfang gab. Und das soll eben zukünftig anders werden, dank SpaceX und auch Mynaric, ein wichtiges Thema, auch die Datenversorgung von Schiffen und Flugzeugen, ein hochspannender Markt mit riesigem Wachstumspotenzial. Und Mynaric entwickelt eben Laser-Terminals, also die Hardware quasi zur Vernetzung dieser ganzen Satelliten. Dabei baut das Terminal Verbindungen über größte Distanzen mit extrem hohen Datenraten auf bei strengen Vorgaben an Größe, Gewicht und Stromverbrauch und das alles zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Und nun hat Mynaric ähnlich wie Virgin Galactic einen neuen Meilenstein erreicht, fast noch einen wichtigeren Meilenstein, denn die Fertigungsstätte für die Serienproduktion ist in Oberpfaffenhofen, ja sowas wie der deutsche Weltraumstandort, eröffnet worden. Auf dem Areal können bis zu 2000 Einheiten pro Jahr künftig hergestellt werden, deutlich mehr als veranschlagt. Und das Mynaric-Produkt wird das erste am Markt verfügbare Laserterminal sein, das speziell für Satellitenkonstellationen entwickelt wurde, und zwar weltweit. 2 bis 4 solche Terminals sind für einen Satelliten notwendig. Ein Terminal kostet gut 1 Million Euro. Bei größeren Stückzahlen reduziert sich das dann entsprechend. Das heißt, bei 2000 Einheiten pro Jahr könnten Preise von ca. 250.000 Euro pro Stück aufgerufen werden. Das bedeutet potenzielle Umsätze von 500 Millionen Euro pro Jahr bei sehr attraktiven Margen. Die Marktkapitalisierung im Gegensatz dazu erst bei 300 Millionen Euro. Noch jede Menge Luft nach oben, meiner Ansicht nach, wobei es eben auch bei Mynaric Verzögerungen auf der Zeitachse gegeben hat, bisher, muss man auch ganz klar sagen. Und beim Börsengang in den USA durfte es dann eine weitere Kapitalerhöhung geben mit der Ausgabe der ADRs, der American Depository Receipts, diese Hinterlegungsscheine, die dann in der Nasdaq gehandelt wurden und quasi von dieser Kapitalerhöhung gespeist wurden dann. Und wenn dann die ersten Serienaufträge kommen, könnte die Aktie meiner Ansicht nach in neue Dimensionen steigen. Ich habe es im damaligen Video schon gesagt, mich erinnert Mynaric an Wasserstoffaktien wie Nel ASA oder ITM Power im Frühstadium. Bei ITM Power zum Beispiel wollte jahrelang niemand die Aktie haben. Dann kam die Kooperation mit dem DAX-Wert Linde, das Einsetzen des Wasserstoff-Hypes und auf einmal sind da alle rein wie verrückt. Der Kurs hat sich verzwanzigfacht. Klar, ein komplett anderer Sektor, aber es geht um die Mechanismen, die sich da abspielen am Markt. Wenn eine Branche oder ein Wert erstmal entdeckt worden, dann kann es richtig abgehen. Man braucht einfach Geduld. Mynaric sind technologisch in ihrem Bereich absolut führend, stellen sie immer wieder unter Beweis. Und das ist nochmal deutlich interessanter, meiner Ansicht nach, als im Wasserstoffbereich. Da ist der Markteintritt in dem Elektrolysebereich wesentlich einfacher. Ist ja im Prinzip eine ganz simple Sache. Hier viel komplexer, viel höhere Eintrittsbarrieren. Und wenn Mynaric mal den Durchbruch geschafft hat, dann sind sie kaum mehr abzufangen. Natürlich muss ich auch ganz klar sagen, die Risiken sind hoch. Mynaric ist immer noch Pre-Revenue, das heißt, die Serienproduktion hat noch nicht eingesetzt. Es gibt nur Mini-Umsätze. Aber aus meiner Sicht ist das Chance-Risiko-Verhältnis bei Mynaric eben deutlich besser als bei Virgin Galactic, weil sie eben immer noch eine Art Geheimtipp sind, der eben jetzt unter anderem durch das Listing und die operative Präsenz auch in den USA deutlich bekannter werden wird in den kommenden Monaten und Jahren. Soviel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken, Glöckchen aktivieren. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Sonntag wieder an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.